Hey Leute, schön euch wieder zu sehen. Beim letzten Mal hat es ja leider nicht geklappt. Mir fiel leider nicht viel ein, was ich dazu sagen sollte. Und mir war auch nicht wirklich danach, irgendwas zu sagen. Es fällt mir leider schwer, Fotos und Videos zu machen, wenn ich mich fast jeden Tag mit der aktuellen Lage der Welt auseinandersetze. Zumal ich selbst einen guten Freund in der Ukraine habe, der mir fast täglich berichtet, was dort gerade abgeht. Und das wollen wir alle nicht erleben. Allerdings wäre es auch falsch, sich von einem Putin davon abhalten zu lassen, das zu tun, was man möchte. Und ich denke, gerade YouTube ist ein Paradebeispiel für die Freiheit in unserer westlichen Welt. Und das können wir uns nicht nehmen lassen. Also geht es jetzt weiter. Primär wollte ich gestern eine Runde spazieren gehen und ihr wisst schon, so Kopf frei kriegen und der ganze Quatsch. Aber ich gehe natürlich nicht ohne Kamera aus dem Haus. Also sollte das Ganze so minimalistisch wie möglich sein und trotzdem wollte ich euch ja mitnehmen. Also habe ich mir meine Fuji X100 genommen, mit einem ganz klassischen Gurt um den Hals gehangen, wie so ein Touri. Dazu meine Insta360 auf einem Hotshot-Adapter oben drauf gemacht, festgeschraubt, sitzt und so bin ich losgedackelt. Wie das aussieht, seht ihr jetzt.
Was meint ihr? Könnte man so öfter rausgehen? Oder sieht das einfach nur Panne aus? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Und dann danke ich euch wieder, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich freue mich wie immer über einen Daumen und ein Abo von euch. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein!